Hallo ihr Lieben und you vom Guru. Heute direkt fast quasi live vom 40. Geburtstag von Ben & Jerry's hier in Berlin an der Fit-Tankstelle. Und ich habe mir gerade ein Eis geschnappt, was ich noch nie zuvor gegessen habe. Denn das ist das Pretzelpalooza. Und da muss ich mal ganz kurz sagen, hinter der Kamera steht übrigens die Eisprinzessin hier aus Berlin. Rotkäppchen am See, schaut euch mal ihren Kanal an. Hallo! Und ich habe mir gesagt, ich muss es jetzt einfach mal mit euch zusammen vor der Kamera jetzt mal live testen, denn alles, was ich zum ersten Mal teste, mache ich gerne direkt vor der Kamera, weil danach ist es ja nicht mehr das erste Mal. Und das ist Pretzelpalooza und normalerweise habt ihr oben drüber noch so eine Nougat-Schicht, aber hier werden die Pins so ganz geil aufgeschnitten, das fand ich auch schon mega Hammer und deswegen teste ich jetzt den unteren Teil von Pretzelpalooza Ben & Jerry's. Ich liebe ja süß und salzig, ihr Lieben. Aber erstmal gucken wir uns. Wow. Das ist echt spannend. Man schmeckt ja wirklich diese einzelnen Brezeln, die sind natürlich ein bisschen weich, ist das heiß. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich gleich mal einen Schnelldurchlauf mache, weil ich erstmal essen muss und dann besprechen muss. Ist ja auch so hart, wenn man total. Weil ihr merkt, das Eis ist frisch, das ist hart, das ist mal langsam hier verköstigt werden. Und deswegen kaue ich jetzt ein bisschen. So, und wieder da. Vanille-Malz-Doppelrahmglacier steht hier drauf. Das ist wirklich richtig, richtig intensiv geil. Das schmeckt man aber erst jetzt nach dem vierten Bissen habe ich das geschmeckt, wie geil und lecker und intensiv das Ganze ist. Zuerst hat es oben so ein bisschen nach Vanille geschmeckt, ein bisschen Brezel. Aber danach knallt es richtig. Es wird halt intensiv und es schmeckt wirklich super, super geil. Ah, wirklich geil. Allein schon Kakao-Haselnusssoße noch dabei und mega lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 kommt diese Sorte von mir. Meine Güte, ich werde schon langsam, mein Kopf friert ein, so langsam kommt. Wie nennt man das eigentlich? Eiszerstörer. Brain Freeze. Genau, Brain Freeze. Bekommt es 9 Brain Freezige Punkte. Mega lecker, ich liebe es. Werde zu Hause nochmal kaufen, nachkaufen, testen und dann mit diesem geilen Nougat-Topping, ihr Lieben. Bis bald.